Jeder Mensch hat seinen Ursprung und jeder Mensch ist in diesem Ursprung wertvoll. Zunächst möchten wir jeden ganz individuell sehen. Wir möchten begreifen, wie bist du geworden, was du bist. Wir möchten mithelfen, dass er das auch selber versteht, was war da wirksam, um ihm dann auch individuell und kreativ helfen zu können. Da geben wir uns sehr große Mühe, darum wird in der Anfangszeit auch ganz viel gefragt, bis man miteinander ein Bild hat von der Lebensgeschichte des jungen Menschen und dann miteinander überlegt, was ist die Strategie, um einfach neue Erfahrungsmöglichkeiten zu schaffen, sich selbst neu kennenzulernen. Wir planen gemeinsam die Entwicklung mit dem Kind und schauen ganz individuell, was du, junger Mensch, ganz speziell mit deiner Biografie erlebt hast, um zu verstehen, wie kann es weitergehen. An 4 Standorten im Landkreis bietet die St. Raphael Kinder- und Jugendhilfe jungen Menschen im Alter von 6 bis 18 bzw. 21 Jahren und ihren Familien Hilfe und Unterstützung für ihre individuellen Bedarfe an. Die Förderung wird in verschiedenen, dem Bedarf angepassten Angebotsformen erbracht. Dazu gehören 7 vollstationäre Wohngruppen und ambulante, sogenannte flexible Hilfen an 3 Standorten. Junge Erwachsene begleiten wir in unserem betreuten Jugendwohnen in ein eigenständiges Leben. Für seelisch beeinträchtigte junge Menschen bieten wir integrative Schulbegleitung in allen Schularten an. Jüngeren Kindern im Aufnahmealter von 6 bis 12 Jahren bieten wir in unseren flexiblen Hilfen eine passgenaue, ambulante Förderung an, in der sie nach der Schule wertvolle soziale Erfahrungen in einem geschützten Rahmen machen können. Dabei gestalten wir die Nachmittage mit vielen spielerischen und lebenspraktischen Elementen. Der Pfarrer von Unterdorfstetten hat 1889 unser Haus gegründet als Kinderheim St. Raphael, weil es hier am Ort viele Händler gab. Und diese Händlerkinder, die sind mit ihren Eltern einfach durch ganz Süddeutschland gezogen und waren deswegen schlecht beschult. Und hat dann Ordensschwestern hierher geholt, die bis 2006 die Einrichtung geleitet haben, haben da ihr ganzes Leben investiert und somit auch also ganz wertvolle Grundlagen geschaffen, von denen wir heute noch profitieren. Wir haben viel von dem begriffen, was an der Arbeitsweise der Schwestern hilfreich war. Das haben wir dann auch übernommen. In verschiedenen Leistungsmodulen ermöglichen wir soziales Lernen in der Gruppe, schulische Unterstützung und Einzelförderung. Durch unsere intensive Elternarbeit vermitteln wir unsere Vorgehensweise an die Familien. Gemeinsam mit den Eltern und dem Jugendamt erarbeiten wir in allen Hilfeformen für jedes Kind individuell das passende Programm. Unsere stationären Wohngruppen sind für Jugendliche zwischen 6 und 18 bzw. 21 Jahren ein Ort, an dem sie in ihrer Persönlichkeit und Individualität angenommen und gefördert werden. Unsere Häuser in naturnaher Umgebung bieten ein sicheres Umfeld und die nötige Ruhe, während unsere städtischen Einrichtungen die Selbstständigkeit und Eigenverantwortung unserer Bewohner fordern und fördern. Gruppenaktionen, soziales Miteinander und ein strukturierter Alltag helfen den jungen Menschen, sich selbst zu entdecken. Die Vorbereitung für die Verselbstständigung beginnt schon in den Wohngruppen und stellt den Übergang von der Betreuung in die Selbstständigkeit dar. Junge Erwachsene über 18 Jahren begleiten wir nach der Wohngruppenzeit
in Wohnungen im Lebensfeld unseres Landkreises im Rahmen eines betreuten Jugendwohnens in ihr eigenständiges Leben. St. Raphael will Wege begleiten, das heißt, man kommt und man geht. Und in der Zeit, die man hier ist, soll man gestärkt werden, ausgerüstet werden, sich selbst entfalten zu können, einfach auch in einer Situation von Frieden und von Ruhe seine eigenen Möglichkeiten entdecken und dann so zu verinnerlichen, dass man nachher auch ohne diese flankierenden Hilfen im Leben zurechtkommt.